Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße euch herzlichst willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video von und mit Kroko. Schon seit längerem habe ich mal vor, euch ein wenig in meiner Heimatstadt La herumzuführen und euch die Pokéstops und Arenen näher zu bringen. Und wie geht es wohl am besten? Richtig, mit dem Fahrrad. Hier bin ich gerade am Pokéstop Kriegsgefallenen-Denkmal an der Kreuzung gegenüber vom Hotel Schulz, schräg gegenüber vom Bauberatungszentrum. Und von hier aus wird mich meine Fahrt hinein in die Stadt, durch die Innenstadt hindurch, vorbei an allen leicht erreichbaren Pokéstops und Arenen, die auf meiner Route liegen, führen. Besagte Route ist übrigens eine Rundstrecke, das heißt am Ende werde ich wieder genau hier am Ausgangspunkt Kriegsgefallenen-Denkmal rauskommen. Die gesamte Aufnahme ist länger als 20 Minuten geworden, weshalb ich sie halt in zwei Videos getrennt hochlade. Seht es mir bitte nach, wenn ich hier nicht alles fange, sonst bin ich da durchaus gründlich, aber diese Runde bin ich ja extra für die Aufnahme gefahren und da stand bei mir also nicht das Fangen im Mittelpunkt, sondern das Zeigen der Route selbst, sowie der Pokéstops und Arenen auf dem Weg. Und diese wollte ich halt nicht einfach nur in-game zeigen, sondern der Witz soll ja sein, dass ihr das eben alles live aus meiner Perspektive seht. Das absolute Alleinstellungsmerkmal dieser Augmented Reality Games wie Pokémon Go und Ingress ist und bleibt einfach, dass sie draußen in der Realität stattfinden. Bei der Cam handelt es sich um eine handelsübliche GoPro-Session ohne Bildstabilisator. Den Stabi-Effekt habe ich nachträglich mit der Software Shotcut eingefügt. Besagte Cam habe ich an meinem Fahrradhelm befestigt, daher wackelt es alles eben trotzdem relativ stark von links nach rechts, also diese Wankbewegung. Ich hoffe, man kann es trotzdem angucken und ihr werdet nicht seekrank. Ich habe natürlich eine Handyhalterung dran am Fahrrad und auch sonst geht bei mir alles mit rechten Dingen zu. Bitte achtet auch auf die frei für Fahrradfahrerschilder unter den Einfahrtverbotenschildern, bevor ihr mich da in den Kommentaren dran erinnert, dass ich da gerade verkehrt rum in eine Einbahnstraße reingefahren bin. Weil ich es halt nicht bin. Haha. Weil es halt erlaubt ist. Wobei, erlaubt, ja, aber irgendwie scheint es kein Auto und auch kein Busfahrer wirklich zu wissen, dass man da reinfahren darf als Radler halt. Ich meine, es ist erlaubt, aber das weiß keiner. Entsprechend unvorsichtig wird da gefahren. Dessen sollte man sich als Radler schon immer bewusst sein. Nur weil es erlaubt ist, heißt es nämlich nicht, dass andere das A auch wissen und B auch damit rechnen. Eine Knautschzone habt ihr nicht auf dem Bike, daher gilt Augen auf im Straßenverkehr. Verkehrsfrüherziehung oder Späterziehung mit dem Krokodil. Und ja, das sieht teils echt dramatisch aus auf der Cam, was ich da mache. Allerdings kann ich euch beruhigen, das sieht echt nur auf der Cam so aus. Ist halt eine Action-Cam. Das ist heute Action-Cam. Zum Beispiel das, was ich jetzt mit dem entgegenkommenden Auto, also das sah brutalst eng aus, aber da war halt einfach ultra viel Platz auch. Hier mit dem Bus gleich, also ihr seht da gleich so einen Bus um die Ecke kommen, das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen auf der Cam. Da guck mal, das sieht halt extrem dramatisch aus, wieder da so um die Ecke und der hat mich fast erwischt, ultra lebensbedrohlich und so, aber ich kann euch beruhigen, es war es nicht. Also echt nicht, kein Meter. Ist mir wirklich auch erst auf der Aufnahme dann bewusst geworden, dass das so dramaturgisch wertvolles Videomaterial ergibt mit so einer Action-Cam. Was uns ohne große weitere Umschweife dazu bringt, weshalb wir eigentlich hier sind, nämlich den Pokéstops und Arenen. Hier sehen wir die Büste Freiherr Karl Ludwig von Lotzbeck. Das ist hinterm neuen Rathaus, vorm alten Rathaus. Der Park, in den ich jetzt reinfahre, der ist vom alten Rathaus. Da steht sie auch schon, unsere Büste. Das ist gar keine so wüste Büste, die ist durchaus ansehnlich. Schaut es euch mal an, wenn ihr in der Nähe seid. Der Onkel Lotzbeck. Es gibt auch in La ein Lotzbeck-Palais und eine Lotzbeck-Straße. Und ja, Wikipedia-Link ist im Anhang. Wer ist Lotzbeck und was macht er mit uns? Ja, schaut es euch an, ist ganz interessant. Hier ist die Arena. Das ist Crisanto Padilla, denkender Kopf. Bronze aus Costa Rica. Kann man jetzt schön finden oder auch nicht. Es ist halt eine Büste und Statue und Gedöns. Ihr wisst schon, da hinten rechts, ja, ich fahre jetzt so hinter dem alten, hinter dem neuen Rathaus her, das da, den Pokéstop seht ihr. Rechts da hinter den Bäumen, das alte Rathaus. Das also heißt zwar neues Rathaus und eigentlich ist das alte neue. Also es gibt quasi zwei neue Rathäuser, weiß der Geier, da ist halt das Rathaus und da hockt der OB drin und das ist ein total wichtiges Gebäude. Entsprechend wichtig sieht es auch aus.
Es ist nicht ganz alt, aber auch nicht ganz neu. Und links ist ein Springbrunnen und ich fange ein Hornlio und die Welt ist eine Blume. Sehr schön zum Spazierengehen. Ich witsch hier einmal kurz durch und biege nach links ab. Da vorne, da war jetzt erst vor ein paar Wochen das Street Food Festival von La, waren wir gewesen. Der Currywurst-Onkel hat versucht, mich umzubringen. Ich war so dämlich zu sagen, ja, ich hätte gern die Currywurst schon scharf, aber nicht so killerscharf. Und die hatten aber bloß zwei Stufen, einmal killerscharf und einmal normalscharf. Und der hat dann halt irgendwie 7/8 killerscharf und 1/8 normalscharfe Soße reingemacht. Und ich bin multiple Tode gestorben. So, jetzt komme ich hier in die Fußgängerzone von La. Auf der Puckelkarte, also auf dem Screen-Display, seht ihr jetzt schon den Storchenturm, das Wahrzeichen der Stadt La. Da ist ein bisschen Text dabei, bla bla, ist von der Tiefburg und überhaupt. Und ja, könnt ihr euch ja lesen, Staufenkönig. Der Onkel Friedrich hat gemeint, er muss da eine Tiefburg bauen, beziehungsweise halt das Okay dazu geben. Der wurde da gefragt und dann haben sie das gemacht und überhaupt und Invasionsabwehr, Cell und jenes. Es gibt total viel Story dazu. Link steht unten. Zack, da erscheint er schon. Es sind ganz viele so Tafeln mit Aufschriften drauf und ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Mythen und Legenden ranken sich um diese Arena, also um den Storchenturm. Es soll angeblich bis zur Burg Hohengeroldseck unterirdische Tunnelsysteme geben. Ja, die sind natürlich mittlerweile zugeschüttet und überhaupt nicht mehr sicher, wenn es sie überhaupt gibt. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nachgewiesen ist, aber man munkelt. Ja, links hinter den Müller. Würstchenbude. Ja, Innenstadt halt, ne, die ganzen Läden und so. Da links kann man ganz gut frühstücken gehen. Da fange ich sogar noch eine Taubse unterwegs. Taubsen muss man immer fangen. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man irgendwann mal Stufe 40 erreichen will. Ansonsten, das war, also die Aufnahme, die war an einem Samstag Vormittag. Und also ich fahre da öfters mal samstags durch oder auch so fahre ich da öfters mal durch. Eigentlich ist es ja Fußgängerzone, aber für gewöhnlich, also da war jetzt das letzte halb, dreiviertel Jahr überhaupt nichts los, weil halt Winter war und kalt und ich fahre halt das ganze Jahr Fahrrad und ja, da habe ich irgendwie nicht mit so viel Publikumsverkehr zu tun gehabt und ich muss da jetzt wohl alles wieder durchlaufen. Fahrrad ist rum. Links ist der Wolkenkratzer. Ich zeige auch gerade die Arena. Ah, schaut mal, wer da drin hockt. Da war sie ganz kurz. Die Krokotasche. Da ist er. Den kennen wir doch von irgendwo, ja. Da vorne rechts am Eck, wo ich jetzt so drauf zufahre, da ist eine ganz tolle Eisdiele. Da kann man super Eis essen gehen. Da rechts sieht man es jetzt da genau am Eck, wo die ganzen Leute stehen. Da rechts, ja. Da, wo die Dame mit dem rot gepunkteten Oberteil mit dem Kind stand. Das ist also eine super Eisdiele. Ja, und da sind noch so ein paar hier Friseure, weiß der Kuckuck. Hatte ich erwähnt, dass der Wolkenkratzer auch eine Arena... Ja, doch, hatte ich erwähnt, genau. Hat mich ja sogar drin gezeigt. Hervorragend! Womit wir zum Sonnenplatz kommen. Der Sonnenplatz in La ist ein sehr schöner Platz. Da sind oft irgendwelche so Stände und irgendwelche... Auch bei der Chrysanthema ist da so ein riesen Blumendingens aufgebaut und... Da links am Eck ist der Dreher, da kann man auch super frühstücken gehen. Die haben auch Mittagessen. Ja, es ist ein sehr schöner, historischer Platz der Stadt La. Rechts ist das alte Hotel Sonne Post. Die Wohnungen da drin sind ziemlich schäbig, habe ich mir sagen lassen, aber die Fassade ist total cool. Also direkt das Haus rechts von mir, wo ich jetzt davor stehe. Schaut es euch bei Gelegenheit mal näher an. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, schön restauriert. Links sieht man ganz kurz diese neue Kunstgeschichte, die da steht. Auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, weil ich finde sie einfach potässlich. Und da vorne ist der Brunnen am Marktplatz. Ja? Der Brunnen am Marktplatz ist auch eine Pokémon-Arena. Und hinten dran darf ich euch stolz präsentieren die Verdi Boys. Hallo. Tag. Ne, gerade nicht. Ich bin gerade am Film. Echt? Hi. Hi. Yo. Hab's gelesen, ja? Ja. Aber ich bin nicht wegen euch hier, also entspannt euch. Ja, das sind wir ja schon wieder am Tappen. Hä? Ja, klar, ständig. Ja. Wenn man so berühmt ist wie ihr, muss man damit umgehen. Ja, und wo ist unsere Gage? Hä? Gibt's nicht. Ihr macht das ehrenamtlich. Danke übrigens. Die
Ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle an die Verdi Boys. Verdi ist eine Gewerkschaft, auch deren Link habe ich mal unten in die Beschreibung gepackt, denn irgendwie sind sie halt jetzt auch ein Teil von dem Video geworden und generell sind die auch in Ordnung. Ja, also bitte nicht falsch verstehen, es gibt ja einen Haufen Stände in so Fußgängerzonen, aber bei denen kann man schon mal stehen bleiben. Verdi setzt sich für Arbeitnehmerrechte ein und das ist eine gute Sache. Normalerweise wäre ich da auf dem Pläuschchen stehen geblieben. Bin ja ein kommunikativer Typ, aber da hatte ich einfach und offensichtlich wirklich schlicht gerade keine Zeit gehabt. Womit wir zum Ende vom ersten Teil kommen. Ich danke schon mal herzlichst fürs Reinschalten. Hoffe, ihr guckt euch den Teil 2 noch an und sage Tschö mit Ö, euer Kroko. Okay.